Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um das Programm Word und es geht im Speziellen darum, wie man in Word markieren kann und wie man Texte gestalten kann. Zunächst einmal ist wichtig, wie man Word überhaupt starten kann. Man könnte dies tun, indem man auf dem Desktop, wenn man hier ein Desktop-Symbol Word hat, dies einfach doppelt anklickt und dann wird Word geöffnet. Eine andere Möglichkeit, die ich meistens nutze, ist, wenn ich hier auf den Startknopf gehe, kann ich hier das Programm Word suchen, indem ich hier Word oder WOR, den Beginn des Wortes, hinschreibe und dann anklicke, dann wird ebenfalls Word geöffnet. Hier kann ich aus mehreren Vorlagen wählen, wir wählen hier aber leeres Dokument. Zunächst, um überhaupt Text zu haben, den wir markieren können, geben wir eine Formel ein, mit der wir Beispieltext erzeugen können. Ich mache hier mal das ein bisschen größer und ich schreibe hier in Word hin, ist gleich Rand, dann Klammer auf, dann 8, Beistrich 8 und Klammer zu. Wenn ich jetzt auf die Enter-Taste drücke, wird ein Beispieltext erzeugt, der aus 8 Absätzen zu je 8 Sätzen besteht. Ich drücke hier mal Enter und siehe da, ich habe nun einen Beispieltext, mit dem wir arbeiten können. In diesem Beispieltext werden wir jetzt dann verschiedene Sätze, Wörter, Zeilen markieren. Beginnen wir zunächst mit dem einfachsten. Ich möchte ein einzelnes Wort markieren. Das ist ganz einfach. Ich klicke einfach auf die linke Maustaste und fahre über das gewünschte Wort drüber mit gedrückter linker Maustaste. Nun habe ich das Wort markiert. Jetzt kann ich das Wort beispielsweise fett machen, indem ich hier auf F klicke, im Menüband, in der Registerkarte Start, finde ich das F. Ich mache das gleich hier nochmal mit diesem Wort und wieder auf F. Man kann auch von rechts nach links markieren, klickt dann wieder auf F. Man kann aber auch in die Schnellformatierungsleiste klicken, die hier immer erscheint, wenn ich etwas markiere. Auch hier kann ich auf F klicken und das Wort wird fett gemacht. Eine weitere Methode, wie man etwas markieren kann, besser gesagt ein einzelnes Wort markieren kann, ist, dass man auf das entsprechende Wort doppelt draufklickt. Einfach schnell hintereinander mit der linken Maustaste auf das gewünschte Wort klicken. Ich mache das hier kursiv, indem ich auf K klicke. Hier nochmal, klick auf das Wort Video doppelt und dann auf K. Jetzt hier auf das Wort Stichwort klicke ich in der Schnellformatierungsleiste auf K und hier nochmal. Also doppelklicken, um ein Wort zu markieren. Kommen wir zum Markieren mehrerer Wörter. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Es funktioniert wieder so, dass man einfach mit gedrückter Maustaste über mehrere Wörter drüber fährt, um sie zu markieren. Beispielsweise hier mache ich die markierten Wörter dann unterstrichen, klicke auf U in der Multifunktionsleiste. Hier kann man auch mehrere Zeilen natürlich markieren, einfach mit gedrückter Maustaste drüber fahren, dann klicke ich wieder auf U. Und noch ein Beispiel, hier klicke ich auf U in der Schnellformatierungsleiste. Eine weitere Methode, wie man Wörter
markieren kann, die vor allem nicht zusammenhängen, ist, wenn man die Steuerung-Taste verwendet. Die Steuerung-Taste ist ganz links unten auf der Tastatur. Diese drückt man und klickt dann auf ein gewünschtes Wort doppelt drauf. Man bleibt auf der Steuerung-Taste drauf und kann weitere Wörter mit Doppelklick markieren. Die sind nun alle markiert und ich kann sie nun sozusagen gemeinsam formatieren. Ich kann hier zum Beispiel die Farbe rot machen. Also Steuerung-Taste ist ganz links unten. Diese drücken und draufbleiben auf der Steuerung-Taste. Dann das gewünschte Wort doppelt anklicken, das nächste Wort, das gewünschte, doppelt anklicken und so weiter. Auf diese Art und Weise kann man eben Worte markieren, die nicht zusammenhängen. Und in diesem Fall mache ich diese Worte hier grün. Noch ein Beispiel. Die Steuerung-Taste drücken, doppelt auf ein gewünschtes Wort draufklicken, auf ein weiteres draufklicken, doppelt. Und hier mache ich in der Schnellformatierungsleiste die Farbe dieser markierten Worte gelb. Nun geht es darum, wie man einzelne Zeilen markiert. Eine Zeile kann ich markieren, indem ich einfach links vor die Zeile in den weißen Bereich klicke. Nun ist die ganze Zeile markiert. Ich kann nun diese Zeile gestalten, ich kann aber noch vorher eine andere Zeile auswählen, indem ich einfach links vor die gewünschte Zeile klicke. In diesem Fall verändere ich die Schriftgröße und ich verändere sie hier in diesem Fall auf die Schriftgröße 14. Ein anderes Beispiel, ich klicke wieder vor eine andere Zeile links hin, verändere die Schriftgröße, mache sie ebenfalls 14, klicke noch auf eine weitere Zeile bzw. auf mehrere Zeilen. Ich kann einfach mit gedrückter Maustaste hier so runterfahren und verändere die Schriftgröße dieser ausgewählten Zeilen auf 18. Hier nochmal, ich markiere links mehrere Zeilen, indem ich einfach mit gedrückter Maustaste runterfahre und stelle die Schriftgröße in diesem Fall auf 8 ein. Was viele Benutzer gar nicht wissen, ist, dass man einzelne Sätze in Word markieren kann. Dies funktioniert so, indem man zunächst in den gewünschten Satz klickt, dann die Steuerung-Taste drückt und dann nochmal klickt. Beispielsweise habe ich hier diesen Satz markiert und ich gebe ihm eine bestimmte Texthervorhebungsfarbe, nämlich in diesem Fall gelb. Also, Satz markieren funktioniert so, in einen gewünschten Satz hineinklicken, dann Steuerung-Taste drücken, nochmal klicken und er ist markiert. Hier mache ich die Texthervorhebungsfarbe rot. In einen Satz klicken, Steuerung-Taste, nochmal klicken und der nächste Satz ist markiert. Den nächsten mache ich grün und den nächsten mache ich auf dieselbe Weise blau. Eine weitere sehr praktische Möglichkeit, ganze Textteile zu markieren, ist, einen ganzen Absatz zu markieren. Einen ganzen Absatz markiere ich auf ganz einfache Weise. Ich klicke einfach dreimal. Wenn ich dreimal klicke hier, dann wird der ganze Absatz markiert. Ich kann nun beispielsweise die Textausrichtung ändern auf zentriert. Ich mache das dann beim nächsten Absatz anders. Ich könnte hier auch auf rechtsbündig oder auf Blocksatz stellen. Nochmal zum Markieren eines Absatzes klicke ich einfach in den Absatz irgendwo dreimal, dann wird der ganze Absatz markiert. In dem Fall mache ich hier den Absatz rechtsbündig,
Nächster Absatz, dreimal klicken und ich mache den Absatz im Blocksatz. Wichtig ist jetzt natürlich zu wissen, wie weit ein Absatz überhaupt geht, wo der Absatz endet. Das kann ich nur machen, indem ich die Formatierungszeichen einblende, denn ein Absatz geht immer bis zum nächsten Absatzendezeichen. Und das ist dieses Zeichen, sieht so aus wie ein umgedrehtes P, das ist ein Absatzendezeichen. Und so weit geht dieser Absatz, in dem ich mich gerade hier befinde. Nun zu der Methode, wie man den ganzen Text markieren kann, also alles markieren. Dies funktioniert, indem man die Tastenkombination STRG und A drückt. STRG gedrückt halten und die Taste A dazu, dann wird der ganze Text markiert. Wie man hier sieht, ich scrolle hier ein bisschen runter, der ganze Text ist markiert. Ich kann hier beispielsweise den ganzen Text wieder linksbündig machen. Also STRG A drücken oder man kann auch klicken, indem man hier auf Markieren und auf Alles markieren klickt. Hier ist ebenfalls wieder alles markiert. Ich mache hier beispielsweise den Text zentriert, rechtsbündig im Blocksatz oder wieder linksbündig. Als nächstes möchte ich euch zeigen, wie man Zeichen oder ganze Worte oder Sätze löschen kann. Normalerweise klickt man ja hinter ein Wort hin. Und mit der Löschen-Taste, das ist über der Enter-Taste, die Taste, wo der Pfeil nach links zeigt, lösche ich dann einzelne Zeichen oder eben ein ganzes Wort sozusagen zurück und das Wort ist verschwunden. Ich kann aber auch mit dem, indem ich etwas markiere, auch etwas löschen. Ich markiere hier mit drüberfahren hier diese vier Worte und drücke die Löschen-Taste und die Worte sind gelöscht. Also alles, was ich, wenn ich etwas markiere und ich drücke die Löschen-Taste, dann wird es gelöscht. Beispielsweise hier lösche ich hier dieses Wort oder diesen Satz. Ich markiere ihn und Löschen-Taste. Egal welche Markierungsmethode ich verwende, wenn ich die Löschen-Taste drücke, sind diese Worte oder Sätze oder ein Absatz, dann ist dieser gelöscht.